Jo Leute, willkommen zu Staffel 2 im Grunde von Terraria. Es dürften die aktiven Terraria-Zuschauer mitbekommen haben, wir haben es jetzt ewig nicht gespielt. Und das lag einfach daran, dass uns der Spielstand abgeraucht ist. Das Problem dabei ist halt, wir haben das schon mal gehabt. Also wir haben das zwischen Aufnahmesession 2 und 3 hatten wir das einmal. Aber diesmal, nach der dritten, ist er uns richtig hart abgeraucht. Und, ja. Im Endeffekt hatten wir beide dann keine Lust mehr, das nochmal neu zu machen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, warum machst du nicht einfach was komplett anderes? Denn der D hat seinen Charakter behalten. Aber das Blöde ist, die Welt war auf dem anderen Computer gespeichert, also da, der abgeraucht ist, der Spielstand. Das Blöde ist halt, nicht zu retten, wir haben ihn eigentlich dreimal sicherheitshalber irgendwo gesaved, aber wir wissen nicht wo. Das ist sowieso das Geilste, also wir haben das gesaved, so wie sich das gehört. Bei mir auf der Festplatte, bei ihm auf der Festplatte, ich glaube bei ihm sogar auf dem Server drauf und wir finden keine der Sicherheitskopien, nicht eine einzige. Und deswegen habe ich gesagt, bastel ich die Welt neu. So, beziehungsweise ich mache die wieder so, wie sie vorher war. Jetzt schiebe ich das schon seit, ich glaube, 3 Monaten, 4 Monaten schiebe ich das jetzt schon vor mir her. Und habe gesagt, du hast eigentlich keinen Bock. Also es gibt da Map-Editoren und jedes Mal, wenn ich mich da dran mache, denke ich mir, nee, wofür? So, und weil ich bin kein Mensch, der sowas gerne im Editor macht oder irgendwie durch Cheaten macht. Beim ersten Mal hatten wir das, also bei der zweiten Session hatten wir das so gemacht. Da hatten wir die Inf-Edits, hatten wir da benutzt, aber das war auch nicht das Wahre. Und da hat er damals, der hat damals halt so gemacht, dass er die Map komplett von Hand wieder aufgebaut hatte. Zumindest das, was wir hatten. Und ja, da hatte er jetzt zu Recht keinen Bock drauf, das nochmal zu machen. Und ich habe eigentlich auch, wie gesagt, keinen Bock drauf, das nochmal zu machen. Also habe ich gesagt, warum machen wir nicht ein Let's Play draus? Wie ich jetzt alleine erst einmal. ungefähr so weit wieder spiele, wie der D und ich waren. Also ich werde das, denke ich, in 4 Aufnahmesessions machen müssen. Erstens, ich bin alleine. Und zweitens, heute die wird nur eine Stunde lang sein. Die Aufnahmesession. Ja. So. Und dementsprechend werde ich, da denke ich, 4, vielleicht auch 5 Aufnahmesessions brauchen, bis ich wieder an so einem Stand bin. Das heißt, es wird ein bisschen langsamer sein. Und im Endeffekt werden wir uns dann halt hinsetzen. Entweder spielen wir es online, das können wir ja auch zur Not, oder ich nehme die Welt dann mit zu ihm. Also ich kopiere die dann und nehme die dann mit zu ihm und dann zocken wir sie bei ihm. So, also das sind die Sachen. Das heißt, der D wird wieder mit dabei sein, aber halt erst, wenn ich wieder auf dem Stand bin wie sein Charakter. Ungefähr. Oder so wie mein Charakter damals war. Ach, verreck doch dran. Verreck doch dran. Verreck dran. Danke. So. Vor allem habe ich schon mal versucht, das eigentlich aufzubauen. Neu. Und habe da auch wirklich in den. Wirklich. Ich glaube, der zweite Schleim, den ich getroffen habe, war ein rosa Schleim, der mir dann irgendwie so einen Stab gegeben hat, der Dingens, so ein Viech beschwört, so ein Schleim beschwört.
Der ist super selten, der Schleim. Und jetzt werde ich den wahrscheinlich wieder das ganze Let's Play über nicht finden. Möchte ich fast drauf wetten. Ich finde den Stab aber cool. So. Ich würde sagen, damit können wir doch schon mal anfangen zu bauen. Ja, da ist ein Hase. Hallöchen. Nee. So. Und ich brauche einmal das. Ja, definitiv brauche ich Eicheln. Zack. Und jetzt bräuchte ich eine Tür. Danke. Und die möchte ich bitte hier hin setzen. Komm schon. Zack. Jawohl. Okay. Gut. So, der Anfang von Terraria. Immer wieder ein Erlebnis. Nein, eigentlich nicht. Der Anfang ist meiner Meinung nach wirklich das langweiligste an Terraria. Das ist super ätzend. Das haben andere Spieler sogar wirklich besser gelöst. Also ich bin ja wirklich so ein Fan von Sandbox-Games, aber ich finde es halt immer bescheuert, zu viele davon zu machen. So, zack. Da ist ein Pingu. Es ist sogar praktisch, dass ich hier spawne. So. Oh. Okay. Wunderbar. Hopp. Hopp. Da, da. Oh, ein Vogel. Vogel. Vogel, komm hier hin. So. Gehen wir direkt runter? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das macht echt am meisten Sinn jetzt erstmal. Ich bin kein Fan von, ich baue direkt am Anfang ein Haus. Sondern bin halt wirklich so der Meinung, man sollte Holz angeln. Wir könnten angeln gehen direkt. Aber im Endeffekt bringt es das nicht. Die Kiste braucht Eisen, ne? Okay. Dann würde ich mal sagen, da. Da ist Wasser. Und irgendein Hund bellt. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Das ist wahrscheinlich wieder unser kleiner Kläffer hier. Den kein Schwein leiden kann. So. Zack. Nee. Mit Wasser wird's zu schwer. So. Verdammt. Okay, dann basteln wir uns selber einen Tunnel im Haus. Im Haus. Vor allem. So. Wir hauen uns da jetzt einfach erstmal links in den Berg rein, oder? Oh, ja, doch. Ich denke direkt in den Berg rein. Und dann wie so eine kleine Treppe. So. Ein Eichhörnchen. Das stirbt jetzt wahrscheinlich gleich. Sag ich doch. Moment, ist das schon? Nee.
Schade. Das ist nur ein Dreckblock, okay. Weil das sieht teilweise aus wie Smaragde. Es wäre natürlich cool, wenn ich jetzt direkt schon Edelsteine finden würde. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob man Edelsteine mit der normalen Spitzhacke abbauen kann. Und ich war natürlich so gut. Ich bin das so gewohnt, dass ich sicher safe wieder nach oben komme. Dass ich komplett vergesse, dass ich ja auch erstmal was brauche, um nach oben zu kommen. Verdammt. Nee, ich brauche Spinnenweben. Brauche ich Spinnenweben. Also erstmal raus und gucken, ob ich irgendwo Spinnenweben bekomme. So. Oh, das ist praktisch. Wow, man sieht wirklich viel, ich weiß. Keine Sorge, ich schaff das. Bitte komm jetzt nicht von rechts auch noch einer. So. Ja. Ja. Dann würde ich mal sagen. Oh, Seile. Alle einsammeln. Danke. Oh. Das sind die Eisdinger. Im Eisbiom. Überraschenderweise. Verreck dran! Such dir Hobbys! Okay. Komm schon. Verdammt, nein, 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 verdammt! Verdammt ich. Ja. Okay, Moment. Verdammt, habe ich noch eine Fackel? Bitte lass mich genug Sachen für eine Fackel haben. So. Und hoch da. Zack. 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 Ja, garantiert. Wenn man das Girly haut, dann werden die pissig. Schnell rein. Aha. Jetzt könnt ihr mich mal. So. Wo haben wir sie denn? Da. Und runter hier. Das war eigentlich immer der Job vom D. Hier schön. Weiter basteln. Aber. Ich weiß ja zur Not auch, wie es geht. Aber Fackeln wären trotzdem cool.
wenn ich davon ein paar Mal machen, mal eben machen könnte. So. So ein paar Höhlen würden sich auch ganz gut machen. Angedacht, denke ich, sind so 15 bis 20 Minuten pro Episode dieses Mal. Einfach aus dem Grunde, weil ich halt mich dadurch wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf konzentriere, mehr zu schaffen. Wie gesagt, es ist dann halt eine andere Map, was wir haben. Aber das geht halt nicht anders. Das ist Clay, ne? Da oben. Ja, das ist Clay, perfekt. Den bräuchten wir nämlich auch später nochmal. Außerdem möchte ich die Terraria-Folgen halt möglichst kurz halten. Weil die sind auch schwierig nachher zu schneiden, das muss man auch dazu sagen. Sobald der D wieder dabei ist. Sehr schön. Da sind Rubine. Du bist Eisen, oder? Da ist der erste. Da ist der zweite. Da ist der dritte. Ja. Garantiert brauche ich Fackeln. Wobei, die werden natürlich nachher benutzt. Zack. Oh, verdammt. Nee, nee, roter Schleim, verpiss dich. Und hoch hier. Aha. So. Warum kann ich jetzt gerade keinen Greifhaken machen? Was fehlt mir? Oder brauchte ich 8 Rubine? Vertue ich mich und ich brauche 8 Rubine? Schmelzofen ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Ich denke, Terraria wird jetzt auch öfter kommen. Einfach bis ich da wieder auf einem vernünftigen Stand bin. So. Du, 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 du. Nee, du nicht. Du, 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 du. Ich wollte gerade sagen, seit wann können Zombies Türen aufmachen? Ich dachte jetzt gerade, es ist safe, da ist jetzt ein Zombie reingekommen. So. Eigentlich kann ich den Rubin auch. Ja, ich pack die Rubine auch weg. Dann waren es wirklich 10, die man braucht. Zack. So, zack. 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 Und ich habe da unten zwar schon Spinnenweben gesehen, die möchte ich auch gerne gleich noch holen. Aber hier kann ich leider nichts herstellen. Also nichts, was jetzt gerade so entscheidend wäre.
So. Alle einsammeln. Ich habe Granaten gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das schon reicht, um den Explodierman zu besorgen. Verdammt, ich hätte gern da eine Fackel. Hier ist nichts mehr sonst, ne? Nee. Sonst ist ja nichts mehr. Gut. Die Qualle steckt ein bisschen fest. Da ist eine blaue Kiste. Flossen, jawoll! Das ist doch mal ein super Start hier. Für alle, die nicht wissen, was Flossen machen, ich kann damit im Grunde dann unter Wasser springen. Also schwimmen. Und eine Wassertruhe ist immer cool. Sieht besser aus, finde ich. Aber das ist halt wieder so eine Geschmackssache. Wie es halt viele von in Terraria gibt. Okay, warum wurde das Wasser gerade gelb? Warum wird das Wasser gelb, wenn ich hier runtergehe? Und ich hasse es, dass ich... Aha. Wunderbar. So, die Blauqualle ist frei. Dass ich, hier noch... Erstens kein Meeresvolk bin. Und zweitens keinen Begleiter habe, der mir Licht macht. Komm her. Und ich kann meine Magie noch nicht nutzen. Was echt schade ist. Gut. Erster Tunnel. Ein paar Rubine haben wir schon. Wir haben Flossen in der ersten Folge, was super geil ist, was wirklich super geil ist. Und es ist wieder Tag. Das freut mich. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Terraria. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.